Hallo, meine lieben Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zur neuen Reaction zu Angel vs. Demon Part 2. Wir haben uns den ersten Part ja schon angeguckt und es wird so ein bisschen fortgesetzt. Ich finde das cool. Haben auch schon festgestellt, dass er sehr, sehr, sehr guter Künstler ist an der Stelle. Wir müssen aber hierzu sagen, Achtung, wir müssen jetzt hier ganz groß eine Triggerwarnung ausgeben. Das Video ist auch bewusst ab 18 freigegeben, weil es hier auch um gewisse Thematiken handelt, die nicht so einfach ist. Ich weiß noch nicht, was ich da alles groß dazu sagen werde, weil ich habe mich mit der Thematik auch schon auseinandergesetzt und mir ging es eine Zeit lang genauso. Und trotzdem versuchen wir mal darauf zu reagieren. Ja, wir gucken mal, was dabei herumkommt. It's a constant battle, back and forth. Angel versus demon. It's like I think I'm good enough. Was jetzt schon mal ausfällt, es ist ein komplett anderes Szenario. Es ist nicht wie beim ersten Teil, sondern von einer weißen Wand. Wieder schön erkenntlich, Angel in weiß und der Demon natürlich in rot. Ich habe Angst. Ich habe Angst, um weiter zu klicken, weil ich für dieses Thema auch so ein bisschen, ja, meine Bedenken habe. Ich mache ein bisschen richtig so. Ja. Bin noch mal gespannt. And then I don't know anymore. The human mind is a powerful place. It will destroy you if you let it. Forget the past, forget the present. All this talk that life's a blessing. Think that when you die, your soul is actually gonna go to heaven. No. Wir merken jetzt schon zum Anfang, vom ersten Ding zum zweiten Ding, hier fängt der Teufel an, aber eine komplett andere Stilrichtung, zwar auch so like Eminem, aber der gleiche Beat, aber komplett anders betont. Und das gefällt mir gut. Also wenn er das zum letzten Ding hinzugezogen ist, schon mega. No more tears and no more problems. I am here to finally solve them. Mess your pain, you hide away. It's clear you're sinking to the bottom. Yeah, I'm living with regrets. My mind won't ever seem to rest. I'm asking for forgiveness, praying on my knees. No need to stress. God has got me. I don't worry, even though my vision blurry. Even though I contemplated suicide, I know I'm worthy. Know you're worthy. Who? Wow. Schwieriges Thema, ich weiß nicht. You kidding? You've been lying to yourself. Probably do this for attention. Come with me and I can help. It's obvious you're desperado. Always waiting for tomorrow. Pull the trigger and your life. I promise there will be no sorrow. Um es kurz zu machen, ich verstehe ihn. Ich kann das nachvollziehen, weil es mir vor gut einem Jahr nicht anders ging. Und ich selbst an dem Punkt stand und gehadert habe und ich auch erstmal aus diesem Loch rauskommen musste. Und vielleicht ist es für viele schwer nachzuvollziehen, was da einem im Kopf los ist und was da in dem Moment reagiert, aber du hast wirklich wie Stimmen im Kopf. Also, ich fühle mich gerade in diesen Part reinversetzt, Engel versus Teufel, also Angel versus Demon, weil die Dämonen im Kopf in dem Moment, die das anraten und dich eigentlich dazu nötigen wollen und du in dem Moment, weil du auch keine andere Ausweg siehst, weil du so in deinen Problemen behaftet bist, noch diesen Ausweg siehst. Und das ist natürlich die falsche Umgehensweise. Ich habe jetzt mal für Leute, vielleicht wenn die in der gleichen Richtung sind, das muss ich verlinken und will ich auch verlinken, ein Hilfetelefon unten drin, wo ihr bitte euch kontaktieren sollt, falls ihr solche Probleme habt. Weil, ja, ich verstehe es gerade. Ich verstehe es gerade, weil es mir dazu mal nicht anders ging. Und das ist ein verdammt schweres Thema für mich. Danke, Chaos, dass du mich da reingeplackt hast. Hätte mich auch einfach mal beriesen können, aber nein.
Ah, ich merke, das wird so ziemlich unangenehm, das Video. These demons keep lurking. They won't ever seem to go away. But I'ma keep on fighting, even though I'm falling. Know that I'ma find a way. So einfach ist es nicht. So einfach einen Weg zu finden, wenn man in dieser Phase ist, ist es tatsächlich nicht. Und da kommen wir wieder mal zu den typischen Antworten oder Reden von wegen so. Soll ich das erklären? Es ist immer so ein bisschen fragwürdig, weil wenn man dann so Stimmen hört, ja, geh raus, mach dein Ding, lenk dich ab, das hilft alles nicht. Von alleine kommst du nicht aus diesem Loch raus. Und wenn dann von alleine, dann extrem schwer. Boah. Toll. But the feeling's way too hard to break. They will miss you when you're gone. It is time that you move on. I think you should end it all today. You want the fortune, want the fame, but do you know the price you'll pay? Just look at Chester, look at Williams. What more do I need to say? Behind the scenes is dark and gloom. Depressive state will kill you soon. There is no hope, there's no escape. You lock yourself inside your room. I asked for this, the road to greatness. Lots of hatred, lots of patience. I am ready, no debating. For this moment, I've been waiting. I know you want a stranglehold, but I won't let you take my soul. Go fuck yourself. Cause I am stronger, I'ma do this on my own. You won't survive this epidemic. Let me pick apart your brain. There's evil deep inside of you, and slowly you've been losing faith. You lost your friends, there's no one left. Tell me, is it really worth it? If you're never happy, then that kinda does defeat the purpose. These demons keep lurking. They won't ever seem to go away. I'ma keep on fighting, even though I'm falling. Know that I'ma find a way. You wish that you could stop me, but the feeling's way too hard to break. They will miss you when you're gone. It is time that you move on. I think you should end it all today. Success is just around the corner. I don't have no time to waste. I know I'm here to serve a purpose. Always stand by what I say. I'm saving lives and spread awareness. Here to be the voice for many. Won't condone your act of violence. No more days of feeling empty. Family loves me, know it's true. That's such a lie, man, don't be fooled. I give a week a bit of grief. They'll realize never needed you. The fact is that y'all barely speak. You're distant, I can tell you weak. Look in the mirror. You hate yourself, you're paranoid, can't get to sleep. Okay, admit it, far from perfect. Ja, wenn ich so ein bisschen Sprachbrust bin, tut mir das leid, weil mir das schon ein bisschen näher geht als gedacht. Ja. Why you make me feel so worthless? Why you toy with my emotions? Honestly, I don't deserve it. Here's a gun, I kept it hidden. Knew that it would come in handy. Ease the pain, just pull the trigger. You're the one that understands me. Und dann dieser Kampf. Und dann dieser innere Kampf. Ja. Schwierig. Aber ja, dieser innere Kampf existiert dann und dann kommt man da auch nicht so einfach weg und da auch nicht so einfach raus. Deshalb, wenn ihr wirklich an so einem Punkt steht, wo ihr Hilfe braucht, und steht eine Telefonnummer, kontaktiert sie. Macht mir bitte diesen Gefallen, weil es tut vielleicht auch einfach mal gut zu reden. Oder wenn ihr einfach auch mal so reden wollt, kommt bei uns auf den Discord. Schreibt mich an, ich bin da gerne mal da und hör mir mal auch eure Problemchen an. Denn das geht oft verloren. Vor allem, wenn Leute irgendwas euch einreden und sagen, du schaffst irgendetwas nicht oder sonstiges, dann ist es genau der Punkt.
Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt schon so enden, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Danke Chaos Kühlschrank für diese Videoempfehlung. Haltet euch die Ohren steif, macht alles besser, was ich gemacht habe bis jetzt, und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Feuerdor. Ciao, ciao.